Jo Leute, was geht ab? Ich bin wieder am Start und heute mal mit einem etwas anderen Video, denn ich wollte einfach mal mit euch über ein Thema sprechen, das ihr mich immer wieder fragt. Also ich sehe ja, lese ja immer eure Kommentare und es kommt ganz, ganz oft die Frage: Daniel, wann kommt der TTRS? Und das ist eine gute Frage. Warum ist das eine gute Frage? Ich fange mal von hinten an, für alle, die vielleicht die ganze Story nicht kennen. Ich bin schon, ja, ich mein ganzes Leben lang fast immer TT gefahren, habe den TTRS der zweiten Generation gehabt, so schaut der aus. Und habe dann natürlich auch bei der neuen TT-Generation mir den TTS gekauft und den sehr schön gemacht, gibt auch ein Video darüber. Und ja, einfach ein sehr tolles Auto, aber habe mich dann entschieden, es zu verkaufen, weil einfach sich die Gelegenheit aufgetan hat und weil natürlich Audi gesagt hat, Leute, pass auf, der TTRS kommt. Und der sollte eigentlich im Herbst diesen Jahres, und ich würde sagen, es ist Herbst, denn draußen, ja, ist richtig Scheißwetter. Ja, sollte der eigentlich rauskommen und er kommt aber nicht so wirklich. Man kann ihn immer noch nicht konfigurieren, man hat keine Infos, ist alles so ein bisschen zäh und ärgert mich auch ein bisschen. Jetzt gab es aber Neuigkeiten, jetzt habe ich nämlich erfahren, dass man zwar den TTRS jetzt bestellen kann und ich habe ihn auch bestellt, aber das Problem ist, ich kann ihn nicht konfigurieren. Das heißt, ich muss ein vorgefertigtes Auto nehmen. Das sind sogenannte Erstausliefererfahrzeuge, die zu Händlern gehen in Deutschland und ja, nicht selbst konfigurierbar sind. Das heißt, ich hatte Auswahl aus ein paar, ja, Modellen, sag ich mal, mit verschiedenen Ausstattungsvarianten. Es gab keine perfekte Variante, das ärgert mich so ein bisschen. Es gab keinen, der einfach alles hatte, was ich wollte. Das heißt, ich musste ein bisschen Abstriche machen. Es gab verschiedene Farben. Über die Farbe möchte ich jetzt noch gar nicht so viel sprechen, weil das bleibt noch ein bisschen geheim. Und ja, dann möchte ich euch einfach beim nächsten Mal oder wenn es dann soweit ist, das Ganze zeigen. Also es gab diese verschiedenen Ausstattungsvarianten. Das heißt, es gab einmal einen, der hatte ein verstellbares Fahrwerk, hatte dafür aber nicht diese OLED-Rückleuchten und kein Digitalradio zum Beispiel. Das sind zwei Dinge, die ich haben möchte. Jetzt war die Frage, nimmst du kein verstellbares Fahrwerk oder die anderen zwei Sachen nicht? Ich habe mich für das verstellbare Fahrwerk entschieden und hoffe natürlich, dass man vielleicht das andere noch nachrüsten kann. Weiß ich aber jetzt nicht. Weiß ich nicht. Muss ich jetzt mal so nehmen, muss ich schauen, was da kommt, wie das Ganze dann ausschauen wird, ob das cool ist oder nicht cool ist. Natürlich wird es cool. Ist so ein geiles Auto. Ich freue mich so sehr. Wenn alles gut läuft, sollte irgendwann im November, wahrscheinlich Ende November, das Auto kommen. Dann bekomme ich endlich wieder meinen TT, mein geliebtes Baby und freue mich sehr. Der ist super sportlich. Wir haben schon natürlich auch von ab schon einiges geplant. Ich pushe da selber auch ein bisschen, weil ich halt einfach dieses Auto geil finde und natürlich auch möchte, dass wir dementsprechend was haben. Es wird etwas kommen. Ich darf natürlich noch nichts verraten, aber es wird cool. Es wird gut ausschauen. Es wird euch, also mir gefällt es, es wird euch auch gefallen. Gehe ich mal schwer von aus. Und dann freue ich mich generell auf dieses Auto. Was möchte ich mit dem Auto machen? Ich möchte natürlich einiges machen, es wirklich cool machen. Es soll so ein bisschen das erste Auto sein, das mal wirklich 100% ich bin. Vorher habe ich immer so ein bisschen, ich sag mal so, harmlos an den Autos Dinge verändert, weil ich immer wusste, okay, halbes Jahr oder so, dann verkaufen wir die eh wieder. Diesmal habe ich gesagt, ganz ehrlich, den kaufe ich mir, den will ich länger fahren, den machen wir mal richtig und den machen wir natürlich mit euch auch. Und ihr werdet das natürlich von A bis Z verfolgen, die komplette Entstehung vom Abholen bis zum Modifizieren, bis zum Folieren. Ich möchte ihn folieren, das heißt die Farbe, wie er kommt, ist noch gar nicht so wichtig eigentlich, aber ich habe einiges im Kopf, was ich machen möchte und freue mich da einfach drauf. Jetzt ist aber nur die Frage, was ich noch nicht weiß, wenn der jetzt kommt, so wie er ist und ich habe den ja nicht konfiguriert, dann muss ich mir überlegen, will ich schon den so machen? Will ich da schon das Geld reinstecken? Oder warte ich, bis ich einen konfigurieren kann? Jetzt ist es mit dem Konfigurieren, ich weiß nicht genau, warum das so ist oder was da für Probleme oder was weiß ich was gibt. Auf jeden Fall wird das, so wie es ausschaut, noch bis Mitte nächsten Jahres dauern, bis man einen normal konfigurieren kann oder beziehungsweise darüber dann bestellen kann. Das heißt, das ist nochmal eine ganze Weile hin. Muss ich mir jetzt überlegen, wie ich es mache, verkaufe ich den anderen vielleicht nochmal und konfiguriere mir dann einen, der 100% so ist, wie ich es möchte oder kann ich vielleicht gewisse Dinge nachrüsten, mal gucken. Das wird auf jeden Fall ein geiles Projekt, das wird auch so ein bisschen das erste Projekt, sag ich mal, was wir mit dem Auto mal wirklich verfolgen auf YouTube, was wir mal wirklich zeigen wollen, wo ich dann einfach auch mit dabei bin und die Entstehung meines TTRS-Babys so ein bisschen mitdokumentieren kann. Von dem her hoffe ich natürlich, dass ihr euch schwer darauf freut. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Jetzt würde mich generell mal von euch interessieren,
ein TTRS kommt zu euch nach Hause, was würdet ihr machen? Was würdet ihr daran verändern? Würdet ihr ihn verlieren? Wie würdet ihr ihn verlieren? Welche Farbe? Welche Innenausstattungsvarianten? Was würdet ihr dort ändern? Was würdet ihr... whatever. Spinnt einfach mal rum. Schreibt es einfach mal rein in die Kommentare. Dann kriege ich vielleicht auch ein bisschen einen geilen Anreiz und ein bisschen Gefühl dafür. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Und freue ich mich sehr drauf. Ja, das war also nur so ein kleines Update. Ich wollte einfach mal mit euch ein bisschen quatschen, weil immer hier alle Kommentare beantworten ist auch doof. Ich glaube, das ist einfach ein besserer Weg, euch das Ganze hier rüberzubringen. Hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf den TTRS. Wenn ihr euch genauso freut, dann gebt kurz einen Daumen hoch. Wie gesagt, haut in die Kommentare, was ihr machen würdet. Folgt mir unbedingt auch hier auf meinen wunderschönen anderen Kanälen. Ne? Da gibt es natürlich hier Snappy Chatty. Immer so ein bisschen behind the scenes. Und freut euch aufs nächste Video, Leute. Abonnieren, weil beim nächsten Video kommt wieder der zweite Gewinner vom RS6. Das heißt, das war wieder mega viel Spaß. Freut euch darauf. Wird cool. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus.